Ja, hallo liebe Freunde und willkommen wieder zu einem weiteren Age Game. Und zwar mal heute Opai Odyssey von Cryo XXX oder vielleicht auch Cryox. Ist ein echt cooles Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir sehr gut. Ich habe damals Opai Odyssey in einer etwas früheren Version gespielt. Wir spielen das gerade im Moment in der 0.4.1 Version. Für alle älteren Spieler, die vielleicht das Spiel von Opai Odyssey kennen. Es hat sich beim Intro schon um einiges was gewandelt. Das Intro wurde überarbeitet. Und ich habe auch damals, schon ein bisschen her, ich habe mich jetzt vorhin noch mal ganz kurz ein bisschen reingesetzt und mir das Ganze ein bisschen angeguckt. Da wird noch einiges Neues dazukommen. Eine Galerie gibt es jetzt auch noch dazu. Ich finde es aber gar nicht mal so schlecht. Es kommt übrigens für die Systeme Windows, Linux, Mac und Android raus. Ist in den Sprachen nur in Englisch erhältlich und aber ansonsten ein sehr schönes Sci-Fi-Fantasy-Free-Roaming-Dating-Game. Ja, ganze Menge reingeknallt gerade an Namen. Es ist ein Sci-Fi-Fantasy, ihr spielt, ihr seid Kapitän der USF Starship, Engie. Und wir werden gleich von Intro her schon mal auf alle Fälle diesen Bereich durchspielen, dass wir da gerade in der Sternenflottenakademie sind und unseren Abschluss bekommen. Wir lernen dann auch ein paar Charaktere kennen. Ein bisschen schneiden muss ich auch, weil gleich der Anfang des Age-Scenes erstmal gleich ein bisschen, ja, schon schön knapp besessen sind. Ist aber nichtsdestotrotz ein cooles Game. Von den Age-Scenes her würde ich ja sagen, Honey Select lässt grüßen. Aber gut gemacht eigentlich, schön animiert und gut durchgesetzt, also es ist gar nicht mal so schlecht. So, wir starten aber mal gleich direkt rein, damit ihr wisst, um was es hier geht. Opai Odyssey, wie gesagt, ist schon ein cooles Spiel. Es sind vorgefertigte Welten, auf denen ihr landet, also ihr spielt eine Geschichte nach. Ihr habt einen Free-Roaming-Part in dem Game mit drin und spielt eine Geschichte nach. Ihr kommt auf verschiedene Planeten, bei mir waren es glaube ich jetzt zwei Planeten auf alle Fälle, glaube ich, wo ich mal gelandet bin in der älteren Version, die ich gespielt habe. Ja, ich sag mal so, es ist für jeden Geschmack teilweise was. Ne, eins, zwei, ich glaube sogar drei Planeten. Jedenfalls auf der Art der älteren Version. Ich weiß gar nicht, ob das ausschlaggebende Ideen hat, welcher Bereich wir nehmen. Ich mache einfach mal Technologie. Und wir treffen hier unsere erste, ja, ich würde mal sagen, sie ist Hauptprotagonistin zum Game mit dazu, und zwar Lim. Lim sind wir zusammen zur Starfield Academy gegangen und jetzt gerade sind wir so in den Abschlussvorbereitungen und werden so den Schiffen zugeordnet. Jeder war der Captain und hat so einen Co-Offizier mit dabei gehabt. Hier sehen wir die nächsten beiden, Jori. Wo auf alle Fälle auch noch ein kleiner Storyteil mit dazukommen wird. Ich weiß aber nicht, wie weit der jetzt schon fortgeschritten ist. Das kann ich euch nicht ganz genau erklären. Dann kommen wir zu Ihnen hier. Das ist die Lehrerin, die Teacherin. Ja, da könnt ihr auch ein paar schöne kleine Sachen mit ihr freischalten. Ja, dann wird eben halt hier die Aufteilung meiner Meinung nach gemacht, wo man eben halt die Schiffe zugeordnet wird und mit dem man eben halt als Partner, ihr seht auch schon, in welche Richtung es noch gehen wird. Es ist sehr futuristisch eingerichtet. Aber ganz okay, meiner Meinung nach. Es geht nicht zu sehr in den Vordergrund mit rein. Es geht auch noch nachher in so eine Alchemie-Welt mit rein, eine Fantasy-Welt. Tut aber den Ganzen nichts ab, weil sie, wie gesagt, das Ganze kann man ja so begründen, dass es unterschiedliche Spezien gibt mit unterschiedlichen, ja, wie sie halt ihres Alters her nach weitergealtert sind, ne? Unterschiedlichen Technologiefortschritten, ne? Und, es sind nicht nur menschliche Rassen zur Verfügung, es sind auch andere. Von daher, alles soweit okay. So, hier werde ich jetzt erstmal einen kleinen Cut setzen, weil Miss Sekio doch noch eine etwas andere Nachhilfestunde gerne haben möchte. Deswegen, ihr habt nachher auch die Auswahl hier. Ich kann das nochmal bis dahin zeigen. Lim, geh mal ganz kurz raus, ich habe noch was zu tun. Miss Sekio möchte gerne eine kleine Art und Weise vielleicht ein bisschen was klarstellen. Und wir können das über verschiedene Menüsymbole, also wir können sagen, lass sie einfach hier. Sie soll dafür, oder sie soll gerne da für betteln oder hier ihre Fantasien erfüllen. So, dann mache ich erstmal kurz einen Cut und wir sehen uns gleich wieder.
So, nachdem das erfüllt ist, haben wir das endlich mal geschafft. Ja, war ja auch ein, meine Güte. Ach, der Nachtest ist immer der schwierigste Test. So, hier vorne sehen wir dann Alex. Alex gehört auch zu unserem Team. Und am Anfang würde ich sagen, Alex ist der Kerl, der überall zu spät kommt und irgendwie nicht mit irgendwas reingenommen wird. Man kann nutzen, was man möchte. Es ist egal. Am Anfang erstmal. Ich bin nicht sicher, ob es nachher noch irgendwelche gewissen Sachen kommen werden, wo man dann sagen muss, okay, das hatte ausschlaggebende Bereiche für die Story. Da bin ich jetzt ein bisschen raus gerade, aber ja, schon gar nicht mal so schlecht. Dass man, wenn man die Story ein bisschen beeinflussen könnte, wäre es gar nicht mal so schlecht. Ich weiß, vorher, glaube ich, gab es so ein, zwei Dinger, wo dann drauf gestanden hatte, wird sich an das erinnern. Ob das irgendeinen Einfluss hatte, wie gesagt, kann ich euch nicht sagen. So, Dr. Claremont ist unsere Board. Sie kommt also auch bei uns an Bord und ist unsere Biologin und Doktorin und experimentiert ganz gerne mit einem etwas komischen Serum herum. Das, ja, ich würde mal sagen, sehr interessante Einblicke genießen lässt. Was denken wir dann mal? Unsere letzte Geburtstagsfeier und School Bullies? Nö. Favorite Wind, machen wir einfach mal mit rein. Daraufhin sitzt sie sich mal eben schön auf unseren Schößchen drauf, erzählt uns, was wir alles Tolles sind. Und welcome on board natürlich. Da ist schon mal dieses kleine Serum. Vorher war das ein bisschen anders. Dieser Teil zum Beispiel wurde aus der alten Version abgeändert in diesen Part jetzt, was ich auch um einiges besser finde. Irgendwie gefiel mir dieser Part hier besser. Ergibt mehr Sinn. Macht das Ganze mehr unterhaltsamer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ihr könnt jetzt aussuchen, ob sie auch ein bisschen was trinken soll oder ob sie dann nichts trinken soll und dann endet es wieder in eine Art Spaß-Will-Situation, wo ich jetzt hier einen kleinen Cut setzen werde. So, auch erledigt. See you. Ja, wir sehen uns auf alle Fälle an Bord nochmal wieder, meine liebe Bordbiologin. So, Lim möchte dann eben halt mit uns noch ein kleines Tete-a-Tete und Treffen machen. Kann man alles soweit zeigen. Der Style, ich weiß nicht, ich finde den Style von Opai Odyssey nicht schlecht. Der Anfang geht auch nicht zu lange, also dieser Prolog-Teil geht auch nicht zu lange, meiner Meinung nach. Und erklärt so ein bisschen hier auch nochmal die, was ist mit der Welt geschehen, Geschichte. Das können wir jetzt hier gleich nachsehen. Dann die meisten Charaktere, die da noch mit dazugekommen sind. Finde ich alles gar nicht mal so schlecht. Ist wirklich alles sehr gut in Szene gesetzt und gut erklärt worden. Deswegen, der Storyplot ist nicht zu lange. Aber er gehört nun mal zum Spiel mit dazu, damit man weiß, was halt hier los ist. I like it, definitiv. Nachher dann, wie gesagt, das ist das jetzt meiner Meinung nach letzte Mal, dass wir dann sind. Jetzt spielt das Ganze auf dem Raumschiff, denn das ist der eigentliche Hauptkern des Spiels, das Raumschiff selber. Über die Uniformen sage ich mal nicht so, sehr interessant auf alle Fälle. Baufrei geht's durch die Welt. Wir werden auch noch den Free-Roaming-Part, werde ich euch gleich nochmal reinziehen. Und ja, da geht's dann eigentlich schon mal los. Da ist die Doktorin, wo ich erzählt habe. Alex, der auch dann mit dabei an Bord ist. Und wir bekommen noch mehrere Leute natürlich an Bord. Ganz nett, es starten natürlich, wie gesagt, mehrere Schiffe, glaube ich, so auf eine Expeditionsreise. Und unsere Reise beginnt. Vorher gab es hier noch so ein kleines Video mit dazu, wo die dann so abgehoben sind und durchgespaced sind. Das wurde dann wahrscheinlich rausgenommen. Aber was soll's. Muss ja nicht unbedingt mit rein. Es hat auch schon an der Vorstory her sehr gut. Also ja, er hat auf alle Fälle im Intro und seinem Prolog gut was gearbeitet, sodass es echt gar nicht mal so schlecht ist. So, jetzt haben wir die eine Art und Weise, die ihr eben halt machen könnt. Ich persönlich würde euch immer zum Sandbox-Modus empfehlen. Weil es eben halt die Full Explorable Ship Complete with Hide Unlockable Images. Das würde ich euch eher empfehlen. Den V Visual Novel Mode, der ist dann eher mehr so für die Leute, die halt nur lesen möchten und mehr nicht.
Nehmt mal den Sandbox-Modus. Ganz ohne Mist, der ist schon ziemlich gut und den würde ich euch auch auf alle Fälle empfehlen. So, welcome on board, Captain. Wir sind also jetzt an Bord angekommen. Ihr seht schon oben selber ist die kleine Karte. Das Schiff ist in zwei Bereiche unterteilt. Einmal den Oberdeck und das Unterdeck. Auf dem Unterdeck befinden sich meistens immer eher mehr so die Schlafräume von den jeweiligen Personen. Auf einen Klick auf die Map bekommt ihr eine größere Ansicht der ganzen Karte. Genauso auch wie welche Bereiche sind. Communication, Navigation, Kapitänquartier, das Cockpit, Living Area, das ist so das Wohnzimmerbereich, kann man sagen, mit Küche und Wohnzimmer. Das Medibay ist natürlich auch klar, da ist die Doktorin natürlich drauf. Hier so ein kleiner Zwischenraum dazu, wo sie eben halt ihre biologischen Sachen fertig macht. Das ist so, da kommen wir auch noch später hin. Und den Rec Room haben wir hier auch noch mit dazu. Dann gibt es, wie gesagt, noch den unteren Teil, den zeige ich euch dann später nochmal dazu. So, wir sollten erstmal zum Engineer Part erstmal hingehen, denn dort lernen wir unsere Ingenieurin kennen, die hier halt alles fixt, alles sauber hat und ja, erstmal sich ordentlich ein Bierchen reinpfeift. So, sie erklärt uns was über dieses kleine Gerät, das uns überall auf dem Schiff ein bisschen was erklären wird. Und dann kommen wir zu den nächsten Fragezeichen an. Wie gesagt, wir gehen mal in unsere Kajüte nochmal rein. Da sagt er uns dann eben halt, dass es unser Raum ist. Hier können wir schlafen und einen Tagesrhythmus auch überspringen. Ich würde sagen, es ist nicht ein richtiger Tagesrhythmus. Das Spiel geht automatisch weiter. Wenn ihr in der Free Roaming Tour seid, werdet ihr gleich auch sehen, kommen verschiedene Events. Ach, das machen wir gleich mal an. Bis dann eben halt man die Gelegenheit hat, und da kommt das Thema mit dazu, Gelegenheit hat. Oh, hier muss ich auch immer gleich noch einen Cut setzen, weil hier fällt mir gleich was ein. Das ist halt so der Erholungsraum, kann man sagen. Hier gibt es halt verschiedene Bereiche, vom Spa hin bis zum Dies, dass da so ein bisschen zur Erholung dient. Und jetzt gehen wir halt eben in den Bereich von unserer lieben Doktorin rein, mit der wir ja schon ein kleines vergnügliche, intime Sitzung hatten, das sie offensichtlich nicht vergessen hat. So, wenn wir dann gleich mit den Gequasselchen durch sind, gehen wir erstmal ins Bett und schlafen bis zum nächsten Morgen durch. So, dann gibt es ein Schiff-Briefing, das uns erstmal zur ersten Mission bringen wird. Also, ich sage ja, diese Mission, hier sehen wir den Planeten, das ist so dieser Alchemie-Planet, würde ich sagen, wo man eben halt hinfliegen kann und seinen erstes Crewmitglied nachher noch mit dazu bekommen kann. So viel kann ich ja vorweg spoilern. Nicht auf jeden Planeten, glaube ich, gibt es ein Crewmitglied. Und dann gibt es noch diese mysteriöse Dame, wo noch nicht für mich ganz klar ist, wer sie ist und was sie möchte. Schon mal so viel. Ist Storyline-kompatibel nachher. So, jetzt würden sich einige von euch denken, wie mache ich jetzt die Story weiter? Aber viele kommen jetzt hier rein, sitzen jetzt hier in den Spielen und denken sich, was mache ich denn jetzt? Jetzt kommen wir zu dieser volle Kontrolle. Man kann jetzt hier also in den Räumen rumgehen. Man kann die Decks einfach wechseln. Und jedes Mal, wenn ein so leichtes grünes Schimmern um den Kreis herum ist, ich mache es aber größer, dann sieht man es auch besser, dann heißt das, dass in diesem Bereich ein Story-Fortschritt geschieht. Das macht ihr, weil es simuliert mal so gesehen, erstmal lernt ihr ja so besser eure Leute kennen, die ihr halt habt. Zweitens ist es auch so, dass ihr so gesehen will euch das Spiel so ein bisschen erzählen, was zwischen, weil die Leute sitzen ja nicht einfach nur stumpf da oder gehen in Hyperschlaf oder sonst was alles, sondern sie fliegen per Hypergeschwindigkeit zu dem Planeten hin und was eben halt dazwischen so passiert. Ne? Finde ich ganz in Ordnung, mag ich auch einigermaßen, finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Und du hast immer eigentlich die Kontrolle, weil später wirst du sowieso auf den nächsten Bereich springen und weitermachen. Ihr verpasst auch eigentlich normalerweise während des Free Roamings eigentlich nichts. Also auch wenn ihr jetzt auf einmal dann so weit sein solltet, dass ihr die nächste Story-Kapitel freischalten könnt oder nächste Story-Kapitel spielen könnt, würdet ihr im Spiel selber hier eigentlich bei den anderen beiden Sachen nachher nichts verpassen. Wir gehen einfach mal hin und reden einfach mal mit der Schiffingenieurin. Ihr seht selber, da erreicht man eine Art Fortschritt. Ne? Und
Wenn weniger grüne Balken kommen und ihr werdet automatisch darauf hingewiesen, dass ihr dann in den nächsten Bereich oder besser ist, in den nächsten Story-Abschnitt gehen könnt. Ihr müsst einfach nur erstmal in der Zeit, wo ihr jetzt hier seid, erstmal mit den ganzen Leuten erstmal ein bisschen reden, quasseln. Dann erlebt ihr auch so ein paar kleine Side-Quests, was so alles passiert zwischendurch. Na, also es ist schon interessant gestrickt, finde ich meiner Meinung nach. Es macht auch schon irgendwie Spaß und es ergibt irgendwie auch Sinn, weil zwischen den Sprüngen, warum stehen die Leute stehen ja nicht doof rum und machen nichts. Ne? Außer halt, du springst ein paar hundert Milliarden Lichtjahre und gehst wahrscheinlich in den Hyperschlaf oder was weiß ich, was da los ist dann. So, auf alle Fälle werden dann eben halt so die Zeitrhythmen simuliert und ihr geht automatisch ab einem gewissen Tagesrhythmus ins Bett. Ihr habt schon gesehen, ihr habt Morning. Ist ein bisschen schwer zu, entschuldigt, ein bisschen schwer zu kalkulieren. Also ich sag mal so, im Weltall, wenn man im Weltall unterwegs ist, kann man nicht deuten, ob man den Morgen, Mittag oder Abend hat. Selbst wenn eine Uhr da wäre oder sonst was alles, nach einer gewissen Zeit im Weltall würdest du zeitblind werden, kann man sagen. Also du würdest kein Gefühl mehr für die Zeit bekommen, da es entweder es ist immer nur dunkel, also es ist meistens ja immer nur dunkel, egal was los ist. Und irgendwann würde der Mensch gar nicht mehr auf die Uhr gucken, weil er sich bei so welchen Sachen wie zum Beispiel die Sonne. Die Sonne geht morgens auf, das wissen wir also, dann beginnt ein Tag. Und wenn es nur dunkel bleiben würde, müsste sich der Mensch erstmal mit künstlichem Licht erstmal oder mit ultraviolettem Licht, also mit Sonnen-UV-Licht, ein bisschen auch wieder die Stärke wieder zurückholen oder eben halt durch medikamentelle Behandlung. Aber trotz all dem würde sein psychischer Verstand das irgendwann gar nicht mehr realisieren, dass man morgens, mittags oder abends hat. Das ist so. Weil man dann einfach gar nur draußen den Raum der Leere und die Dunkelheit sieht. Kann man auch gucken mal, wenn man sich mal oberhalb von Norwegen, da gibt es ja auch so eine, was ist denn das, 14 Tage ist es dort dunkel? Hier oben mal Finnland, in der Finnland, Norwegen in der Richtung, hier Finnland. Da gibt es einen Tag, da gibt es etwas, wo das ist nur 14 Tage oder so oder fast über einen Monat nur dunkel und oder sogar noch länger. Und dann gibt es auch noch einen Zeitraum, wo es nur hell ist. Die Menschen, die dort leben, haben sich schon teilweise dran gewöhnt. Aber es ist trotzdem interessant, wenn man da mal hinfährt und man hat nur die Dunkelheit, wie der menschliche Verstand doch auf so eine Sache reagiert. Man hat das Gefühl, wenn bei der Dunkelheit, dass einem irgendwie es fehlt einem halt das Licht. Das merkt man auch. Und wenn man zu viel Licht hat, wird man auch wahnsinnig, da man sich unbedingt die Dunkelheit wünscht. Also der Mensch braucht schon diesen Abfluss, diesen Bereichssystem. So, Entschuldigung, musste ich mal ganz kurz wegschweifen von diesem Morgen-Mittag-Abend-System. Weil das sehr interessant ist, dass man im Space sowas einbaut. Man muss es nicht unbedingt einbauen, meiner Meinung nach. Man kann es auch einfach Zeitsystem nennen oder sowas alles. Irgendwie so ganz komisch. Ich glaube, ich würde mich eher... wie soll man sich da richten, wenn man es sowieso mal dunkel hat? Das ist ja auch egal. So, auf alle Fälle geht es jetzt ab in den Gym. Dort werdet ihr sehen, geht es die nächste Reihe weiter. Ich zeige auch gleich so eine kleine Videoanimation. So ungefähr sind die meisten Age-Scenes nämlich auch aufgebaut. So eine kleine Videoanimation, die damit eingebaut worden sind. Schon gar nicht mal so schlecht. Boah, alter Falter, die stimmt aber auch wie so nichts Wahnsinniges, ne? So, und so spielt ihr halt das ganze Spiel weiter durch. Es gibt noch einige Secrets, die ihr hier in dem Spiel noch entdecken könnt, gerade wenn ihr hier unten mal die Rooms so ein bisschen abguckt. In einige Rooms könnt ihr auch nicht rein. Später im Verlauf des Spiels werdet ihr wissen, wo die jeweiligen Crewmitglieder auch leben. Ihr könnt sie dann auch teilweise besuchen. Das geht an alles. Ne? Bleibt mir sonst noch was über 10. Man kann natürlich auch den eigenen Free Roaming machen. Das geht auch wunderbar. Anhand der roten Linie auf der Map sieht man immer, wo man lang gekommen ist. Ich finde das Gimmick, ehrlich gesagt, oder das Feature gar nicht mal so schlecht, weil mir gefällt das, dass man auch so ein bisschen, wenn man mal möchte, nicht immer nur auf das Klicken weitergehen möchte, sondern sich einfach mal so ein bisschen durch diese Räume bewegt und so ein bisschen hinguckt, sich ein paar Details ansieht, vielleicht ein paar versteckte Secrets findet. Also vom Ideenauftakt her ziemlich gut gelöst. So, hier kommen wir nicht rein.
Hier können wir rein, weil wir hier in den Engineer-Bereich kommen. Man sieht auch schon gleich, dass die ganze Bordelektronik hier mit drin ist. Und schon werden wir in den Engineering-Bereich hier drin, wo auch hier drin ein Reaktor dieses Schiff versorgt. So, nichtsdestotrotz, ich will nicht zu viel von dem Spiel spoilern und auch nicht zu viel von dem Spiel so nehmen. Euch einfach nur mal so einen kurzen Ersteindruck von Opai Odyssey geben. Ich kann nur auf alle Fälle versprechen, dass viele Leute sich jetzt vielleicht mal von Cryo XXX das Spiel mal angucken sollten, Opai Odyssey. Werden sie garantiert, wenn die das Weltall mögen. Das Free Roaming Part, der ist wirklich sehr gut geworden. Ich mag den. Und auch die Storylines dahinter, wenn den Leuten das gefällt. Dann hat man hier schon so echt ein cooles Spiel, was man echt mal spielen kann. Was wirklich auch Spaß macht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich sag ja, ich klicke das Ganze ein bisschen so schneller durch, damit man eben halt ein bisschen weiter vorankommt. Aber ihr werdet sehen, dass ihr irgendwann auf einmal nichts mehr Grünes habt und dann könnt ihr automatisch den Story-Part weiter fortsetzen. Cheats, Geld oder sonstige Währungen gibt es hier in den Spielen nicht. Man geht einfach, man muss einfach gucken, welche Entscheidungen man trifft. Man schaltet mal ein oder das andere Ende mal oder besser gesagt Zwischensequenz frei, wenn man die und die Entscheidung trifft. Da muss man halt ein bisschen nachgucken. Aber ich denke mal, das könntet ihr alle selber herausfinden. Es gibt ja auch noch den Maus nach oben Drehknopf, damit ihr dann eben halt bei einigen Entscheidungen wieder zurückkommen könnt. Oder ihr macht euch ein Save Game fertig und speichert gelegentlich einige Sachen ab und ruft sie dann wieder auf, um vielleicht noch eine andere Part zu sehen, weil es wird wahrscheinlich mehrere. Es ist auch so, dass es also es gibt insgesamt, ich sag mal so, eine Storylauf, splittet sich, kommt dann aber zum Schluss eigentlich zu einem gewissen Ende wieder zusammen. So, ne? Aber ihr habt in diesem Split halt mehrere Bereiche, die ihr freischalten könnt und angucken könnt. Aber zum Schluss endlich läuft der Story-Part doch wieder diagonal wieder zusammen und geht dann einfach wieder auf das Free Roaming wieder zurück und auf die nächste Mission zurück. So, auf diesem Wege bedanke ich mich recht herzlich. Ich hoffe, ich konnte euch alles erklären von Opai Odyssey. Und wie gesagt, es ist echt kein schlechtes Spiel. Es macht wirklich sehr viel Spaß. Es ist ein sehr unterhaltsames Spiel auch auf alle Fälle. Und ja, mit interessanten Charakteren, Characters, die dazugekommen sind. Das Update-Status ist jetzt nicht immer der schnellste, aber auch nicht der langsamste. Und wenn was kommt, dann sind es schon immer ganz geht das auch schon relativ gut weiter. Ich hoffe, noch ein bisschen mehr von Cryo XXX zu sehen. Da, wie gesagt, das Story-Element und das Free-Roaming-Element sind eigentlich der Hauptbestandteil dieses Spiels, weil es irgendwie auch echt gut erklärt, kann man nichts anderes sagen. So, auf diesem Weg bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht und bis zum nächsten Mal.